Ja, meine Lieben, wenn ich mir vorstelle, wie vor vielen tausenden Jahren die Menschen gelebt haben, dann ist es grundsätzlich einmal sehr schwer vorstellbar, weil ich es natürlich einfach nicht wirklich weiß. Doch wenn ich der Geschichte der Menschheit Glauben schenken kann, dann kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel in der Steinzeit die Menschen so vor 10.000 Jahren ein recht aufregendes Leben gehabt haben. Sie lebten in Höhlen, sie lebten vielleicht in Hütten, mussten darauf achten, dass ihnen das Feuer nicht ausging, dass sie genug zu essen hatten und dass der Säbelzahntiger nicht gerade um die Ecke bog. Oder eben auch ein befeindeter Stamm nicht gerade wieder mal Lust hatte, seine Äxte mit den Stämmen zu wetzen. Ja, meine Lieben, wir merken, die Menschen damals hatten wohl ein sehr aufregendes, ein sehr stressiges Leben und mit Sicherheit eben auch viel Furcht und Angst. Ja, diese Menschen damals waren einfach ganz viel mit diesen existenziellen Dingen wie Nahrungsbeschaffung, mit der Fortpflanzung beschäftigt und wie sie das natürlich alles am besten überleben werden. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein ganz tolles, aufregendes und sehr spannendes Leben war, das ich auch gerne so gehabt hätte, sondern diese Menschen wussten wohl noch, was richtige Furcht, was richtige Angst, was richtiger Hunger und wohl auch richtige Euphorie ist, ja? Denn wenn sie eben den Säbelzahntiger oder eben auch das Mammut besiegt hatten, damit wieder genügend auf ihrem Teller war, was ja bestimmt nicht sehr oft vorkam, dann hatten sie wohl so richtig Euphorie. Ja, dann waren die natürlich so richtig froh, damit sie endlich wieder was auf dem Teller hatten. Ich will damit sagen, die waren noch sehr, sehr nahe an ihren Gefühlen, sie waren sehr nahe an ihrer Angst, natürlich an ihrer Wut, wenn die Jagd nicht richtig erfolgreich war. Natürlich waren sie nah an der Trauer, sie waren eben natürlich auch sehr, sehr nah an ihrer Freude, an der Euphorie. Ja, und diese Menschen hatten wohl auch einen ganz anderen Umgang mit ihrer Angst, mit ihrer Furcht, als wie es eben auch heutzutage ist. Ja, für diese Menschen war erstens Furcht und Angst etwas sehr, sehr Reales, was Tägliches, was sehr, sehr Lebendiges. Ja, es war einfach eben Teil ihres Lebens, Teil ihres Überlebens. Ja, und deshalb hatten diese Menschen früher mit Bestimmtheit eine wesentlich lebendigere Risikokultur, eine wesentlich lebendigere Angstkultur. Ich meine jetzt nicht die Kultur, wie wir sie bei uns kennen, wenn man von Musik, von Kunst zum Beispiel spricht, sondern eben die Kultur mit Risiken, mit Dingen umzugehen, die eben halt auch mal gefährlich bis lebensgefährlich eben war, damit einfach umgehen zu lernen. Eine Kultur mit Realitäten wie dem Umstand eben, dass es nicht genug zu essen gibt oder eben der Säbelzahntiger mal wieder Lust auf Steinzeitmenschen hatte. Ja, und natürlich hat der Mensch im Laufe der Zeit auch darauf geschaut, dass er die Umstände, die zum Beispiel Angst erzeugen, so weit wie möglich eben beseitigt. Ja, das ist natürlich ein Teil unserer Zivilisation, die Umstände eben immer Menschen gerechter mit großen Fragezeichen zu machen, ja, zu entgefährlichen, würde ich jetzt fast mal sagen. Ja, was natürlich gut ist auf der einen Seite, andererseits müssen wir jedoch natürlich auch feststellen, dass unsere Zivilisation eben auch an einem Punkt angelangt ist, wo wir eben einfach am liebsten alles eliminieren würden, ja, bis hin zum Tod. Ja, wir möchten am liebsten alles, was irgendwie negativ, auch wieder großes Anführungszeichen sein könnte, eliminieren, auf die Seite bringen, wie bis dahin, dass wir eigentlich kaum noch irgendeine Sterbekultur haben, Menschen wirklich gemeinsam in den Tod, in den Übergang begleiten, weil wir es alles lieber verdrängen. Ja, wir haben uns einfach so weit entwickelt, dass wir ganz viele Umstände, wie gesagt, eliminiert haben, dass wir eben auch noch kaum Angst haben, vor allem Furcht haben, brauchen eben zum Beispiel zu verhungern oder dass wir eben nichts
Warmes zum Schlafen haben, dass wir draußen von mir aus im Regen, Schnee schlafen müssten. Ja, diese Angst müssen wir nicht mehr haben. Wir müssen auch keine Angst mehr davor haben, dass uns plötzlich ein wildes Tier eben zu seiner Beute machen möchte. Ja, Angst, wie zum Beispiel plötzlich krank zu werden, die gibt es natürlich eben auch bei uns, aber das sind so Dinge, die wir individuell eben auch erfahren in den meisten Fällen. Im Kollektiv ist es einfach für uns eher so, dass uns eigentlich kaum etwas passieren kann. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, gut und andererseits verkümmert einfach auch diese Risiko, diese Angstkultur, mit diesen Dingen umzugehen. Ja, das ist einfach so der Punkt, mit den Gefährlichkeiten, mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen, das kann sich in dem Fall natürlich einfach auch dann nicht wirklich entwickeln, zumindest in unserer westlichen Welt. Ja, für die meisten Menschen ist es eben deshalb eben auch ganz normal, dass wir so geschützt sind, dass wir so abgesichert sind, ja. Vor allem auch, dass wir uns darum ja eigentlich gar nicht mehr kümmern brauchen. Das machen ja immer irgendwelche Organisationen, irgendwelche Firmen wie Versicherungsunternehmen oder eben auch die Politik, die Organisationen machen das ja alles für uns. Ja, das geht eben dann einfach so weit, dass wir gar kein Bewusstsein mehr dafür haben, dass es eben im Leben ganz schnell eben auch anders sein kann. Ja, wir verstehen den natürlichen Kreislauf des Geborens, des Lebens und eben auch des Sterbens nicht mehr. Natürlich wissen wir es vom Intellekt her, kognitiv wissen wir das natürlich, aber wir haben es nicht mehr wirklich, wie man so umgangssprachlich sagt, eben auf dem Schirm in unserem Bewusstsein. Ja? Und wir wachsen auf und leben eben in dem Verständnis, dass wir ewig leben würden, weil einfach alles andere in irgendeiner Art und Weise verdrängt wird. Ja? Die Mittel, damit wir das alles verdrängen können, die werden mittlerweile vielfältigst. Da ist natürlich vorwiegend mal, dass wir in diesem System, in diesem Rad des Konsumierens drinnen sind, ja, in dem auf der einen Seite mit Arbeit beschäftigt sind, auf der anderen Seite eben arbeiten, um uns eben dann vorwiegend Konsumgüter leisten zu können. Ja. Natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, die wie Alkohol, wie natürlich eben auch Suchtmittel, die es auch zuhauf gibt, ja, einfach auch, die uns einfach dann auch behilflich sind, um eben das Ganze verdrängen zu können, nicht damit konfrontiert werden zu müssen. Ja, das ist eben das eine, und das andere ist, wenn wir kaum noch reale, so wirkliche Angst haben müssen, ja, wie gesagt, dann verkümmert dieser Teil in uns, dann verkümmert, ich möchte fast sagen, dieser Mechanismus, dass wir uns eben dann in so eine, dass wir eben diese Angstkultur bei uns eben auch lernen können, dass wir diese eben auch entwickeln können. Ja? Und die Sache ist, wenn wir das einfach nicht mehr haben, es ist ja trotzdem in uns angelegt, ganz normal, Angst ist ein Grundgefühl in uns Menschen, das ist, wie gesagt, in uns angelegt, und wenn wir das nicht mehr wirklich leben können, ja, wenn wir uns davor schützen, permanent diese Angst ja nicht fühlen zu müssen, denn es ist ja natürlich ein unangenehmes Gefühl, ja, und wie gesagt, es ist auch relativ normal, dass wir Unangenehmes vermeiden wollen und Angenehmes natürlich erleben wollen. So wird eben dieses Unangenehme automatisch immer wieder eliminiert, und wie gesagt, die Krux bei der Angelegenheit ist dann eben einfach auch, dass man, wenn man diese Angstkultur, diese Angst nicht mehr, dieses Gefühl nicht mehr ausleben kann, dann verkümmert es, ja. Und dann kommt es eben so weit, dass wir eine Angst entwickeln, dass man dann eben die sogenannte Angst vor der Angst nennt. Das heißt, wir kommen ganz schnell in Befürchtungen rein. Ui, da könnte was passieren. Ah, das wäre gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. Und das Thema haben wir eben
auch im jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2020, 2021 eben, dito ganz genau, wir leben in dieser ständigen Befürchtung, dass eben was passieren könnte, und deswegen werden auch ganz viele Dinge angestellt, wird ganz viel gemacht, um ja nicht in diese Angst reinkommen zu müssen. Dabei merken wir gar nicht, dass die Angst vor der Angst wesentlich schlimmer wird, wesentlich größer wird und eben eigentlich auch sehr, sehr unnatürlich ist. Ja, es ist ja quasi eine hypothetische Angst, die nicht real ist, die keinen Fokus hat, die sozusagen kein Ziel hat, die ja nichts hat. Wenn ich eine reale Angst habe, dann weiß ich, vor was ich Angst habe. Natürlich gibt es auch die generalisierten Ängste, die dann halt so ein Paket vor vielen Dingen eben sind, wo man eben generell vor vielen Sachen Angst hat, wo man schon gar nicht mehr weiß, was jetzt wirklich der Auslöser ist. Aber so diese Angst vor der Angst, die hat ja wirklich keinen Ursprung. Es ist nur die Fiktion, es ist eben nur eine Hypothese. Das könnte gefährlich werden, dieses Ding könnte gefährlich werden, da müssen wir sofort etwas unternehmen. Und es ist so, wie wenn wir ständig mit einem Sensor, mit einem Radar eben durch die Gegend laufen würden und permanent alles abscannen würden, um jegliche mögliche Gefahren sofort im Vorfeld eben ausschalten zu können. Und das bedeutet natürlich eben auf der anderen Seite, dass wir wirklich permanent im Stress sind, dass wir permanent in diesem Wachmodus sind, permanent alles eben abscannen müssen. Das geht so weit, dass wir dann an und für sich mit dem Schlafen auch schon Probleme haben könnten, weil dieser Scan irgendwie nicht wirklich zur Ruhe kommt. Ja, wir sind in dieser Krise, weil, wie gesagt, ganz, ganz viele Menschen Angst vor der Angst haben, Angst vor dem, was passieren könnte. Wir sehen auf der einen Seite, es ist wesentlich weniger, die Daten geben wesentlich weniger her, als wir wirklich an hypothetischer Angst eben kollektiv und natürlich eben auch individuell in uns erzeugen. Ja, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich einfach auch frage oder eben auch sage, warum spalten sich die Menschen in dieser jetzigen Zeit so unglaublich? Warum spalten sich plötzlich Menschen, die eben auch vorher dicke Freunde waren? Und wenn sich etwas spaltet, wissen wir ja, dann muss ich natürlich auch fragen, wo ist eben auch das Verbindende? Ja? Wenn irgendein Holzteil auseinanderbricht, also sich spaltet, es ist ein Möbelstück, was macht man als erstes? Man versucht es zu reparieren, man versucht zu schauen, mit was kann ich das Ganze wieder verbinden. Also sollten wir an und für sich schauen, was verbindet uns. Ja? Aber doch bevor sich alle Menschen diese wohl logische und einsichtige Frage nach den verbindenden Elementen stellen, reagieren die meisten entweder mit Depression, mit zwanghaften Verhandlungen, mit Aggression, mit Wut. Wow, dieses Ding, jetzt funktioniert das schon wieder nicht mehr. Also sie ärgern sich ja mit zwiegespaltenen Mustern, mit hin und her, soll ich nicht. Ja. Das ist so dieses Verharren dann, dieses ewige dann herumdoktern, warum ist das so passiert und warum ist das so, und dann kommt wieder die Wut auf und dann kommt wieder der Zorn daher. Das ist eben so eine Angelegenheit, dass man sich in diesen Gefühlen dann einfach so gefangen hält, dass man überhaupt nicht mehr rauskommt. Ja. Die Frage ist, die man sich einfach mal stellen muss. Hallo, es ist passiert. Was wäre also das verbindende Element, das uns zum Beispiel, uns Menschen alle, aber auch wirklich alle wieder vereinen könnte? Ja. Genau und richtig. Und es ist die Angst. Es ist einfach die Angst, die uns schlussendlich verbindet, die uns an und für sich vereinen könnte, diese Angst, dass uns allen etwas passieren könnte. Ja? Das ist das, was uns eint, warum wir eben alle so eine,
so eine Meinung haben, auf der wir so unglaublich verharren. Es hat sich einfach in dieser stressigen Situation massiv zugespitzt. Ja, und immer wenn sich was massiv zuspitzt, dann ist natürlich die Spaltung. Ja, das ist wie mit einer Axt. Ja, wenn die Axt spitzer wird, dann kann ich wesentlich leichter etwas spalten und es spaltet sich einfacher, als wenn die Axt überhaupt keine Schneide, überhaupt keine Form hätte, da ist das ganz schwierig. Natürlich ist es diesem Umstand geschuldet, dass der Stress steigt, dass das Ganze zuspitzt und sich dann ganz schnell, das ist wie wenn die Menschen dann auf einen Grat drüber gehen würden, hier drüber gehen würden, dann ist natürlich die Möglichkeit bzw. die Gefahr, entweder nach links oder nach rechts runterzufallen, ja, wenn man sich das vorstellt, da geht man oben drüber, da ist natürlich die Gefahr relativ groß, da links oder rechts schnell mal runterzufallen. Das heißt, hier ist natürlich die Spaltung nach links oder nach rechts relativ schnell gegeben, als wenn man hier auf so einem breiten Weg drüber geht. Na, da ist die Gefahr runterzufallen wesentlich geringer. Das heißt, wir können uns wesentlich besser in der Mitte drüber halten, als wenn das oben so spitz geht und man muss da drüber. Da ist man natürlich auch wesentlich schneller aus seiner Zentrierung, das heißt dann natürlich auch, dass ich wesentlich schneller links oder rechts runter kippe. Ja, diese Angst vor dem eben, was passieren könnte, und weil wir in unserem Leben kaum noch so schwerwiegende Umstände haben, fühlen wir auch kaum noch so die richtig reale Angst. Ja? Und hier geht es jetzt nicht um die individuellen Schicksale. Natürlich gibt es die zuhauf individuell, wenn Menschen plötzlich eine Krebsdiagnose oder sonstige schwerwiegende Krankheit haben. Natürlich kommt bei denen massiv die Angst. Aber das sind so für uns im Kollektiv so individuelle Geschichten natürlich. Das wird alles verdrängt, das wird massiv verdrängt. Und in der jetzigen Zeit sind wir sogar an einem Punkt angekommen, wo es diese Krankheiten ja kaum noch überhaupt noch zu geben scheint. Die Angst vor diesem C-Punkt ist einfach so riesengroß. Also diese hypothetische Angst ist so riesengroß, dass wir alle anderen lebensgefährlichen Krankheiten komplett ausschalten und verdrängen. Und das ist einfach auch das, was ich meine. Wir fühlen also kaum noch diese kollektive, diese Angst, ja. Und das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd, weil wir dann einfach überhaupt kein Verstehen mehr dafür haben und wie gesagt keine Kultur mehr entwickeln können, um mit einer realen, mit einer natürlichen, ganz normalen Angst, die im Leben einfach so sein kann, einfach umgehen zu können. Man könnte einfach auch sagen, die mangelnden Möglichkeiten mit Umständen, die eben auch Angst erzeugen könnten, könnten wir eben auch wachsen, da kann das Ganze eben auch wachsen. Das ist ja, das Leben ist ja einfach ein Teil, auch wo man sagen kann, es ist ein großes Portal, wo wir trainieren, wo wir miteinander umgehen und spielen lernen könnten. Und da ist es natürlich auch wichtig, mit Ängsten umgehen zu lernen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil. Und wenn wir das nicht können, wie gesagt, die Angst vor der Angst, die Neurosen, ja, die werden dann natürlich massiv in die Höhe katapultiert, weil, wie gesagt, es gibt ja nichts Reales mehr oder nur noch ganz wenigen. Ja, ansonsten könnte es einfach so gerade nicht funktionieren, wie es eben seit geraumer Zeit eben passiert, ja, dass ganz viele Menschen, egal ob Wissenschaftler, Politiker, Mächtige und natürlich wir, das ganz normale Volk, eben so unglaubliche Angst haben. Diese Angst vor den Prognosen, vor diesen Deutungen, diese Angst vor dem in die Glaskugel hineinzuschauen. Ja. Die meisten Menschen haben ganz real Angst vor dem, was passieren könnte und nicht vor dem, was denn tatsächlich ist. Ich gehe davon aus, dass alle, die mich jetzt hören, wissen, von welcher Situation ich jetzt seit 2020/21 spreche. Ich möchte es einfach nur nicht so oft in den Mund nehmen, dieses Wort. Wir haben alle so unglaubliche Angst vor der Angst und deshalb drehen wir so unglaublich
am Rad und ich sage eben alle, denn das ist das verbindende Element zwischen der anderen und der einen Seite, ja, die Angst. Und wenn wir uns hier gegenseitig einfach mal abholen würden, uns gegenseitig unsere Ängste erzählen, ohne gleich wieder in einen Wettstreit zu kommen, wer denn jetzt die berechtigtere Angst hat, sondern dass wir uns einfach mal nur gegenseitig zuhören würden, das wäre einfach so unglaublich heilend und deshalb wären die notwendigen Schritte, da ich davon drei habe, jetzt einfach auch mal angesagt. Und hier wäre der erste Schritt die Nummer eins. Ja? Jeder und wirklich jeder kann sich jetzt oder sollte sich jetzt seiner eigenen Angst einfach auch mal bewusst werden, sollte sich die einfach auch mal eingestehen. Ich weiß, es gibt natürlich immer wieder solche, die sagen, nö, ich habe natürlich keine Angst und natürlich sind es die anderen und natürlich ist das alles total real und wenn die anderen nicht wären, dann hätten wir das nicht. Ist im Endeffekt auch nichts anderes, natürlich sich selbst in die Opferrolle zu geben, die anderen sozusagen anzuklagen, denen die Schuld zuzuweisen und wenn die nicht wären, dann wäre das alles nicht. Ist natürlich auch alles nur wunderbar, damit ich ja nicht Verantwortung für mich übernehmen würde und Verantwortung über sich zu nehmen, würde natürlich eben auch wieder bedeuten, seine eigenen Gefühle fühlen zu müssen. Ja? Und das ist einfach einmal wichtig, die Angst zu spüren, sie überhaupt mal wahrzunehmen, in sein Leben reinzulassen, mal zu sagen, okay, hey, ich bin ein Mensch, der auch mit dem Gefühl der Angst ausgestattet ist, weil das einfach auch überlebenswichtig ist. Also schaue ich doch mal, habe ich welche, wo ist sie denn? Ja? Anstatt diese einfach wieder zu verdrängen und den anderen, den schwarzen Peter, zuzuschieben. Ja, der zweite Schritt wäre dann, ja, jeder sollte dann einfach mal diese Angst benennen, sollte diese einfach mal aussprechen. Ja? Was macht so unglaublich Angst? Vor was fürchte ich mich? Wo ist der Punkt oder wo sind diese Trigger zum Beispiel, die mich mit anderen Geschichten einfach auch verbinden? Ja? Ist die Angst vor der Impfung, dass sie mich umbringt? Ist die Angst vor dem Virus, ist die Angst vor den Menschen, ist die Angst vor der Zukunft, ist es die Angst dort und da. Die kann natürlich vielschichtig sein. Es muss nicht immer nur einen Auslöser geben. Da kann es mehrere geben. Da kann die Angst vor dem Virus sein. Da kann plus die Angst vor dem wirtschaftlichen Niedergang, plus eben die Angst, seine Großeltern nicht mehr sehen zu können, was auch immer. Das ist ganz wichtig, das einfach auch mal zu benennen, das auszusprechen. Ja, und als dritten Schritt eben eine Angstkultur aufbauen, mit diesen Ängsten umgehen zu lernen, ja, damit sich einfach auch diese Ängste in Stärken umwandeln können. Mit seinen Ängsten, mit anderen Menschen darüber sprechen, sich auszutauschen, ja, das wäre so das unglaublich Heilende bei der Sache, wenn wir uns gegenseitig ernst nehmen würden mit unseren Ängsten, wenn wir merken, hoppala, der andere hat ja auch Angst. Ja? Derjenige, der sich unbedingt impfen möchte, hat ja auch Angst. Der macht ja das nicht einfach nur aus Blödheit. Ja? Wir wissen es ja immer bei den anderen, dass eben die Angst vorherrschende Motivation ist. Ja? Wir wissen es immer, dass andere Institutionen mit Angst arbeiten, ja, aber unsere eigene Angst, dass wir selber auch mit Angst arbeiten, bei anderen vor allem, aber unsere eigene Angst nicht wahrnehmen, das nehmen die wenigsten Menschen sehr oft wahr und suchen wie in vielen anderen Punkten im Leben eben auch immer wieder nach Gründen bei den anderen, bei anderen Menschen, bei anderen Institutionen. Und wo auch immer. Ja, diese drei goldenen Regeln, wie ich sie nenne, ja, hier möchte ich auch noch kurz eine Geschichte vom Gesundheitsmechaniker erzählen, der eben auch erzählt hat vor ein paar Tagen, dass er Fallschirmspringer war und er wusste, wenn er sich dieser unglaublichen Angst vor dem Sprung stellt, dann macht er eben die Erfahrung, dass er sich jetzt einem Risiko aussetzt, ja, denn das bringt natürlich das Fallschirmspringen einfach mit sich. Ja? Das ist so wie das Leben. Es bringt das Leben mit sich, dass es eben auch Risiken hat.
Punkt, um. So ist es einfach auch. Ja. Und diese Risiken, die können wir nicht bis auf nichts mehr reduzieren. Das macht keinen Sinn, weil wir eben verkümmern. Genauso, wenn ich Fallschirm springe, dann setze ich mich einfach einem Risiko aus. Das sollte mir bewusst sein. Das macht hier keinen Sinn, eben zu sagen, ja, ich möchte Fallschirm springen und ich werde auch springen, nur ihr müsst dafür sorgen, dass das Risiko auf null minimiert wird. Das wird nicht funktionieren. Man kann nicht Fallschirm springen in einem Vakuum. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Wir müssen das schon mit den Umständen machen, in denen wir sind, und dann setzen wir uns einem Risiko aus. Ja, und weiter eben diese Geschichte mit dem Fallschirmspringen ist eben dann natürlich, und wenn man sich dann diesem Risiko aussetzt, anfängt, ja, den ersten Sprung macht sozusagen, dann macht man von Sprung zu Sprung natürlich die Erfahrung, wie es ist, ja, die Erfahrung, man überlebt es, die Erfahrung, es ist einfach hammergeil, die Erfahrung, die einem dann lehrt, dass Fallschirmspringen jetzt gar nicht per se so wahnsinnig gefährlich sein muss, weil diese Technik mit dem Schirm sehr, sehr ausgereift ist, weil das über Jahrzehnte lang entwickelt geworden ist. Und so macht man einfach über von Sprung zu Sprung seine Erfahrung, dass man damit irgendwie gut umgehen kann. Ja? Natürlich macht man auch die Erfahrung, dass man das Risiko nicht ausschalten kann. Man kann es natürlich minimieren und das ist auch gut und wichtig, aber man kann es nicht ausschalten. Das alles lernt man und das ist sozusagen eine Risikokultur, ja, würde ich jetzt mal sagen, eine Risikokultur oder eben auch Angstkultur, um eben mit seinen Ängsten, mit den Risiken eine Kultur zu entwickeln, die es einem einfach auch ermöglicht, das in ganzheitlicher Sicht zu machen, meine Lieben. Ja, in dem Sinne werde es einfach mal eine Idee oder mehrere, das Ganze mal zu beleuchten, sich anzuschauen, seiner eigenen Ängste sich bewusst zu werden, darüber zu reden, sich auszutauschen und nicht so, wie wir es vorwiegend in der Gesellschaft seit Jahrzehnten, seit Ewigkeiten, würde ich fast sagen, machen, diese Ängste zu verdrängen, auf die Seite zu schieben, nicht wahrnehmen zu wollen und mit allen Möglichkeiten und Mitteln einfach auch drüber stehen zu wollen und sie einfach nicht fühlen zu müssen. Die Angst ist ein Grundgefühl. Die Angst ist eminent für unser Leben. Das Leben birgt Risiken, die sogar mit Überleben und Tod zu tun haben können. Das ist so. Das ist die Erfahrung, die wir in diesem Leben machen und wir gehen von dieser Welt. Und wenn das Leben kein Risiko birgen könnte, keine Chancen auch zu sterben, dann würden wir ewig leben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so nett, wie das viele gerne hätten, sondern das hat alles Sinn, dass wir eine gewisse Zeit auf dieser Erde sind, hier unsere Erfahrungen machen, möglicherweise unser Karma abarbeiten, soweit wie möglich, und nicht hier ewig herumdümpeln. Ja, in dem Sinne, geht's um Aufklärung, geht's um Bewusstwerdung, lasst mir einen oder mehrere Daumen, ganz einfach hier, ja, schreibt eure Meinung diesbezüglich in die Kommentare, ihr wisst, ihr schaut auf meine Homepage, geosixlebensmut.at oder eben bewusstgesund geosixlebensmut.at. Ich freue mich natürlich über einen Besuch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles, alles Liebe, euer Geo. Baba, ciao, tschüss und Servus.